hoping I can work my way around. Know I made mistakes, promises I break, but I'm just a man. Guten Morgen, es ist 8 Uhr und ich bin nun mal langsam aufgestanden hier. Eigentlich könnten wir ja noch ein bisschen länger im Bett bleiben, wir haben ja Ferien, also beziehungsweise die Kinder. Nur jedes Mal, wenn die Kinder Ferien haben, dann sieht es bei uns auch alles ein bisschen nach Urlaub aus. Wir haben richtig gutes Wetter heute, blauer Himmel. Aber nur 5 Grad. Der Schein trügt. Guck mal, hier sind meine Brote. Die wird es gleich zum Frühstück geben. Ui, hier steht noch die Wäsche. Ich muss jetzt erstmal den Computer starten. Muss ich mal für Ash ein Video schneiden. Da ist auch schon wieder so lange nichts gekommen. Das ist also jetzt hier mein Weg. Mein erster Weg heute. Den ganzen Kram von Ash Cam her. Der hat ja seine eigene. Einmal auf den PC übertragen. Keine Karte drin. Was ist das? Was ist die denn? Okay, als erstes mal, da ist sie. Ich kann sagen, hier ist mal ein bisschen Versteck spielen. So, nun muss ich erstmal ein paar Daten übertragen. Mein Rechner ist voll, die Festplatte ist voll. Ich kriege da erst seine Daten gar nicht mehr drauf. Während jetzt die Daten hier übertragen, werde ich mal den Frühstückstisch decken. Living on a dream, right where I should be. Nothing could be better here now. Even when it is. So, das wäre es jetzt erstmal. Die Brote schon mal hier hingelegt. Das sieht so lecker aus. Der Rest, der kommt später. Das bleibt noch im Kühlschrank. Ich gucke jetzt mal nach meinen Daten, ob das jetzt endlich fertig ist. Nein, es ist noch nicht fertig. Aber gleich, es kann nicht mehr lange dauern. Der Ladebalken ist durch. Und dann geht's endlich los und Ash kriegt ein neues Video. So, ich muss jetzt erstmal hier Pause machen. Das ist schon wieder Stunden sind das her, die ich guck mal hier, guten Morgen. Guten Morgen. Frühaufsteher, was ist mit dir los? Willst du joggen gehen? Nee. Joggen, was ist das denn? Mein Frühstückstisch füllt sich auch langsam ein bisschen weiter. Hier kommt Leben in die Bude. Guten Morgen. Na, wollen wir aufstehen? Ich meine, ich bin schon die ganze Zeit wach, ne? Und was mit dir? Okay, kannst du eine halbe Stunde schlafen. Und da kommt auch der Letzte zum Frühstück an, marschiert. Und ich bin natürlich auch da, aber ich brauche noch kurz mal ein bisschen OPC. Und dann geht das Frühstück los. Da ist mal jemand megast müde. Er hat ja nicht seine 12 Stunden geschlafen oder so. Oh. Der verzieht keine Miene. Grüezi! Oh. Der schläft noch vielleicht. Der schläft noch. So, Max fragt es schon. Von wem kommt das Brot? Das Brot kommt von der Tip-Tap Tube Bäckerei. Also zuckerfrei, salzfrei, lecker. Möchtest du es anschneiden? Nee. Möchtest du es anschneiden? Möchtest du es anschneiden? Möchtest du es anschneiden? Ja, möchte ich. Mir gebührt die Ehre des ersten Schnitts. Welche Ehre? Möchtest du die Körner haben hier? Es wirkt schon mal steinhart. Jetzt geht's los. So sieht mein Brot von innen aus. Und wie ist das? Wie gekauft, ne? Naja. Finger weg! Aua! So, und jetzt zweiter Schnitt. Wer möchte die zweite Scheibe? Ich. Zweite. Wer möchte die dritte? Ich. Wer möchte die vierte? Ich. Alter, willst du alles essen oder was? Du kannst doch selber schneiden. Ich schmeck voll noch nichts. Noch nichts? Wie schmeckt das? Hab noch nicht probiert, hab zusammen mit dem. Aber bist du schon wach? So, mehr mach ich nicht. Immerhin hab ich jetzt den ganzen Müll hier auf meinen Teller liegen. Willst du mal testen? Ach, du hast ja schon drei Scheiben hier. Hey, eine. So. Jetzt kommt hier der erste Biss. Fantastisches Aroma. Ja, okay. Richtig gut. Also wer damit nicht um kann, der würde natürlich sagen, voll labberig, da fehlt hier jede Form von Zucker, Salz, Pfeffer, keine Ahnung, was man da alles reinhauen kann. Aber das ist ja gerade der große Vorteil an diesem Brot. Das ist gesund. Und findest du es? Lecker. Und jegliche Ose-Sorten, heißt das noch so, ne? Die Ose-Zuckersorten. Ja, Zuckerose. Die wurden schon von den Bakterien vorverdaut. Also das ist ein vorverdautes Brot.
Lecker! Sehr bekömmlich. Guten Appetit. Haut rein, Männer und Frau. Und alle sind weg. Weg, weg, weg. Und die sitzen alle da. Was macht ihr alle an meinem Arbeitsplatz? Was läuft hier? So, Video 1 von Ash ist jetzt fertig, habe ich hochgeladen. Und was habt ihr hier gemacht? Ein Video aufgenommen. Was denn? Der Fußboden ist total rutschig geworden hier. Was habt ihr gemacht? Okay, ihm fehlen die Worte. Also ich vermute mal, ihr habt hier irgendwas mit diesen kleinen Schnitzeldingern gemacht, ne? Ja. Chicken Nuggets in irgendwas reinschmeißen. Und dabei haben sie natürlich auch die ganzen Chicken Nuggets schön gegessen. Und mich vergessen. Das ist hier 2:30, 2:15, Mittagszeit schon vorbei. Und ich habe irgendwie die Mittagszeit verpennt. Also nicht verpennt. Also ich habe einfach die ganze Zeit nur gearbeitet, Kopfhörer auf und habe ja nichts mitgekriegt. Aber dafür mache ich mir jetzt hier mein Brot. Hier liegt es schon. Hier ist es auch schon fertig. Mit Käse. Schon dreimal abgebissen. Perfekt. Also, und dann geht es gleich wieder an die Arbeit. So, nach meinen Käsebroten gab es hier nochmal eine Lieferung von Amazon. Hier. Ich schätze mal, das mache ich mal schnell auf. Und dann muss ich gleich raus. Meine Nachbarin hat gefragt, ob ich mir was helfen kann. Und das sind sie. Die 2 Brotkörbe für meine neuen zucker- und salzfreien Bauernbrote. Das wird ja was. So, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen schleppen und dann geht es gleich weiter mit meinem Video. Das muss ich ja noch weiter schneiden. Und jetzt ist es gleich soweit. 95% sind verarbeitet von meinem neuen Video. Da ist es. Sorry. Und jetzt zeige ich euch mal, was Marie in der Zwischenzeit so macht. Sieht gemütlich aus, oder? Und ich bin hier nur am Ackern. Naja, ich gönne es ihr. That's it. Klappe zu, Feierabend. Es ist. Ich dachte, es ist 16 Uhr. Es ist schon gleich 17 Uhr. Na gut, aber jetzt kommt gleich noch eine Fahrradtour, weil Marie hat vorhin Ash zu einem Freund gefahren mit dem Fahrrad und jetzt holen wir ihn gleich mit dem Fahrrad wieder ab. Da komme ich auch noch mal ein bisschen in Bewegung. Und dann gucke ich mal, was wir am Abend noch machen. Vielleicht mache ich noch ein paar Brote. Mal sehen. So, jetzt erstmal hoch hier. So, wollen wir mal meine Frau hier auf der Terrasse besuchen. Schatz, du möchtest mein Eis essen? Mhm. Hast du nicht gemacht? Nein, zufällig nicht. Das ist so schön hier draußen, du musst ja auch hinlegen. Soll ich das machen jetzt? Das geht ganz schnell. Das wäre cool. Ich mache schnell ein Eis für meine Frau, weil sie so viel Kühlung braucht. Auf geht's. Alter, sind das viele. Milch dazu. Oh ne, war das zu viel? Na gut, checken wir das mal. Ist auch schon fertig. Es sieht richtig gut aus. Und das Geräusch des Mixers lässt schon die Leute aus den entferntesten Regionen hier anbauen. Du hast gefragt, wie Eis möchte. Ach so, papalapap. Also, hier hast du dein Eis. Ich nehme das, ja. Kannst du nehmen, was du willst. Das ist am meisten drin. Du brauchst noch einen Löffel dazu. Ja. Das Eis kommt immer richtig, richtig gut an, ne? Oder? Ich find's lecker, ja, ehrlich. Bestes Eis der Welt? Ja, ist das tatsächlich. Ja. Aber ich mach's noch besser. Ich wollte gerade sagen, ich kann's halt. Er meint, er kann es besser. Jugendlicher Leichtsinn. Na gut, den Kram mache ich dann später weg. Und jetzt erstmal Marie ein leckeres Eis an den Strand bringen. Für die Terrasse nur. So, Schnucki, hier ist dein Eis. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt im Moment kein. Ich weiß nicht, also mir ist jetzt nicht so nach Eis. Das ist eben der Unterschied zwischen Zuckersucht und Mango-Eis. Das kann man essen, wenn man da Hunger drauf hat. Wenn ich zuckersüchtig wäre, hätte ich mir das jetzt so reingetan. Ja, wo ist sie denn? Weg. Das macht sie denn, wenn sie jetzt gerade ein Eis von mir gekriegt hat, wird hier mal eben der Nein, Müll gestampft. Müsste, ja, weg, ne? Mhm. Ach, Eis schmeckt halt oben noch ein bisschen besser. Du hast das Eis vergessen. Ich muss aufs Klo. Das wollten wir wissen. Ja, das fragt mich. Und es geht los. Als erstes aber ein neues Fahrradschloss, weil meins von Max ruiniert wurde. Schnucki, alles klar? Drängelst du? Ja. Erst von mir ein Eis verlangen, dann habe ich keine Zeit hier um. Und naja, egal, wir fahren jetzt erstmal los. Und schon sind wir im Wald verschwunden. 24 Stunden im Wald. Wie kommen wir hier wieder raus? Wie kommen wir hier wieder raus? Nein, ich will raus hier. Und jetzt bin ich auch noch ganz alleine. Marie verlässt mich. Sie ist weggefahren.
Da ist sie. Da hinten irgendwo. Da. Und nochmal die Beine aufnehmen, wie sie hier längs radeln. Juhu! Wir haben noch ein bisschen Zeit und deswegen haben wir uns auf dieser Bank eingefunden, wo wir jetzt hier uns sonnen. Es ist so schön, die Sonne scheint, es ist arschkalt, die Bank ist kalt, der Wind weht, die Mücken fliegen hier rum. Gerade eben sind wir durch so einen Mückenschwarm geflogen, die habe ich alle, ich glaube, die sind alle bei mir im Mund geflogen. Hier, gefühlt. Hast du auch welche abgekriegt? Im Gesicht. Hm. Hast du eingeatmet? Nee. Aufgegessen? Mund zu. So, wir chillen jetzt. Wir genießen jetzt die ersten oder die letzten Sonnenstrahlen? Also die letzten Sonnenstrahlen des Tages, die ersten dieses Jahres. Und wir haben Ash eingesammelt, da vorne fährt er und gleich ist er um die Kurve rum, er ist weg. Hey, wir müssen mal einen Zahn zulegen, komm. So, einmal das Fahrrad anschließen und einkaufen. Falsche Abteilung. Ash hat mir gerade erzählt, dass er total K.O. ist. Was habt ihr gemacht? Wir sind Fahrrad gefahren. Jetzt war richtig lange Strecke. Also bis nach Hamburg oder so? Mhm. Wohin denn? Also hier so durch den Wald, über die Felder, nochmal durch den Wald, nochmal durch die Felder. Und jetzt stehen wir ja auch hier völlig an der falschen Stelle. Lass mal weitergehen, das ist ja eklig hier. Brauchst du Energy? Splish, Splash? Was ist das denn? Ich wollte das probieren. Ja, nimm mal einen mit. Schnucki. Wollen wir uns heute einen schönen Abend vor dem Fernsehen machen? Guck mal hier. Ja, guck mal. Alles voll hier. Wollen wir eine Flasche Wein mitnehmen? Nein, ja, sowas will ich nicht. Aber hier, 1,49 nur. Sonnenangebot. Komm, gleich, nehmen wir gleich drei Packungen mit. Ich habe dafür keine Zeit. Was? Ich darf im Max auch ein bisschen spielen. Oh, keine Zeit zum Chips essen. Das hört man auch mal gerne. Okay. Dann können wir uns welche mitnehmen. Ich habe keine Zeit zum Chips essen. Ich muss, Ja, okay. Tschüss. Ja, aber wenn ich an den Alzheimer denke, den man von diesem Zeug kriegt, lassen wir es weg. Und wir sind wieder zu Hause. Das hat so viel Spaß gemacht. Oder, Schnucki? Ja. Eine kleine Radtour. Und der Kleine kommt auch da. Von seiner Radtour. Ja, der Kleine. Der ist voll durch, ne? Kann nicht mehr. So, ihr könnt reingehen. Ich stelle dann die Fahrräder in die Hütte und schließe ab und so. Und wir sind endlich wieder zu Hause. Juhu. Juhu, guck mal, hier wird schon der Armbrusttisch gedeckt. Wer macht das denn? Ich. Also ich bin noch nicht mal ausgezogen. Was? Mehl brauchen wir nicht heute. Mal gucken. Weiß noch nicht. Ich bin ja jetzt unter die Bäcker gegangen. Vielleicht brauche ich das bald. Und raus aus der Dusche. Und jetzt wird's ernst hier mit Armbrot. Wann sind wir zurückgekommen? Schon wieder eine halbe Stunde her, ne? Also, irgendwie wird hier an meinem Brot vorbeigearbeitet. Hier wird irgendwas aufgebacken. Obwohl von mir hier noch zwei solche kleinen leckeren Brote sind. So eine Gemeinheit. Ich esse euch beiden, ihr Kleinen. Komm mal her zu mir. Komm. Und du kommst auch zu mir. Die können ja dieses Giftbrot essen. Weil wir essen dieses Jahr. Also immer warm. Ja, ja, du musst dich nicht rausreden. Wenn ihr mein Brot nicht mögt, dann sagt das Brot gerade raus. Nein, ich wollte es gerne knuspriger essen. Ja. So, zum Abendbrot gibt das hier was ganz richtig toll Leckeres. Nämlich eingelegte Muscheln. Haben hier Limfjordmuscheln. Magst du Limfjordmuscheln? Ach, Chrissy ist übrigens hier. Guck mal. Hab lange nicht gesehen. Magst du Limfjordmuscheln? Nein. Du? Du? Also, ich kann das gar nicht verstehen, weil die Dinger schmecken einfach nur wie... Widerlich schmecken die, wie widerlich, wirklich. Gurkentaler, also... Oder Rollmops oder so, kein Problem. Hier wird mit meinem selbstgebackenen Brot gekämpft. So, unser Abendbrot ist jetzt zu Ende und wir sitzen hier noch alle so ein bisschen und klönen hier... Oh, ist zu tief. Und wir sitzen hier alle noch so und schnacken. Max will die ganze Zeit nur hoch. Ash ist da hinten, da, guckt Fernsehen, irgendwie Baby Boss oder so. Boss Baby. Boss Baby. Und ich würde sagen, jetzt ist auch hier Schluss. Und dann wollt ihr nochmal alle Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Bye bye. Right when I wake up, feeling way too much. I can work my way around. No, I made mistakes, promises I break, but I'm just a man.
overwhelmed with emotions. I think I could be a reason to try. Yeah.